Bevor sie gebildet wurden, bevor sie heirateten, bevor sie Kinder bekamen, wie sie waren und wie sie heute geworden sind. Sie sind so geworden. Du versuchst nicht, Vorkehrungen zu treffen wie jemand anderes und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Sadhguru, der menschliche Körper besteht aus einer unvorstellbaren Anzahl von Atomen, Partikeln und Molekülen. Und selbst der Verstand ist wirklich sehr kompliziert. Mit diesen zwei komplizierten Instrumenten, wie soll man da ein einfaches Leben führen? How is one expected to live a simple life? Das hängt davon ab, wie du ein einfaches Leben beschreibst. Wenn du glaubst, ein Einfaltspinsel zu sein, ist ein einfaches Leben, dann empfehle ich das nicht. Aber ein einfaches Leben bedeutete generell, dass das Gefüge, das du um dein Leben herum baust, einfach ist, sodass es dich nicht verstrickt, es unterstützt dich nur. Schau, alle Vorkehrungen, die wir in unserem Leben treffen, sollen unser Leben verbessern, nicht wahr? Warum bildest du dich? Weil du glaubst, dass es dein Leben verbessern wird. Warum heiratet jemand? Weil sie glauben, dass es ihr Leben verbessern wird. Warum haben Menschen Kinder? Weil sie glauben, dass es ihr Leben verbessern wird. Warum machen sie Geschäfte? Weil sie glauben, dass es ihr Leben verbessern wird. Aber schau dir die Gesichter der Menschen an, bevor sie gebildet wurden, bevor sie heirateten, bevor sie Kinder bekamen, wie sie waren und wie sie heute geworden sind. Sieht es so aus, als wären sie verbessert? Hallo? Sie sind so geworden. Sie haben also offensichtlich so viele Vorkehrungen getroffen, dass sie nicht damit umgehen können. Sie haben mehr Vorkehrungen getroffen, als sie eigentlich bewältigen können, ist es nicht so? Sie haben nicht bewusst Vorkehrungen getroffen. Was ist notwendig für mich? Ihr Problem ist, sie geht jeden Tag einkaufen, also will ich auch einkaufen gehen. Ich weiß nicht, was ich einkaufen soll, aber ich kaufe etwas ein und komme, weil sie auch einkauft, meine Nachbarin. Weil sie also in diesem Zustand sind, obwohl es keinen Containerdienst am Ende des Lebens gibt, sind die meisten Häuser zu Lagerhäusern geworden. Die meisten Menschen haben Dinge in ihren Häusern, die sie seit ein, zwei Jahren nicht mehr benutzt haben und die immer noch da sind. Sie können es nicht weggeben, aber es stopft ihr Leben derart voll, dass sie überall hinstolpern müssen, um in ihren Häusern umherzugehen, weil sie dieses Haus nicht gebaut haben, sie diese Dinge nicht gekauft haben, sie diese Beziehungen nicht aufgebaut haben als eine Möglichkeit, ihr Leben zu verbessern. Sie nutzten alles dazu, ihr Leben zu verstricken. Ein einfaches Leben bedeutet also, dass man nicht verstrickt ist. Das ist sehr wichtig. Du bist verbessert, aber du bist nicht verstrickt. Du triffst, was auch immer du für Vorkehrungen triffst. Aber die Art von Vorkehrungen, die du handhaben kannst, nicht wahr? Du versuchst nicht, Vorkehrungen zu treffen wie jemand anderes und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Warum triffst du eine Vorkehrung, die du nicht brauchst? Wenn du eine Vorkehrung triffst, die du nicht brauchst, werden diese Vorkehrungen verstrickend. Wenn du also, welche Art von Vorkehrungen ist die beste für dich? Du machst einfach das, das ist ein einfaches Leben. Ein einfaches Leben bedeutet nicht, dass du ein Einfallspinsel bist, klar. Du hältst es so, immer wenn du, wohin du auch immer gehen musst, kannst du gehen. Was du auch immer zu tun hast, kannst du tun. Eine Spinne webt ein Netz, damit andere Dinge darin gefangen werden. Aber wenn du diese Art von einer Spinne bist, du baust ein Netz, in dem du gefangen wirst, dann bist du eine dumme Spinne, nicht wahr? Die meisten Menschen befinden sich in diesem Zustand. Einfachheit bedeutet also eine vernünftige Vorkehrung, die dich nicht verstricken wird. Du hast eine Vorkehrung in der Art getroffen, wenn etwas Wichtiges passiert, du warst in dieser Richtung unterwegs, wenn etwas Wirkliches Wichtiges in dieser Richtung passiert, kannst du in diese Richtung gehen. Deine Vorkehrungen werden dich nicht einfangen. Das ist ein einfaches Leben. Das ist ein intelligentes Leben.